hat er denn sonst auch schon am Wässern? Im Moment noch nicht. Aber gilt es überall so. Wir machen heute hier eine Wässerung der Rhododendron. Wir haben hier große Probleme mit der Trockenheit und die Rhododendron haben wir jetzt aufgrund der großen Hitze, die wir jetzt in den letzten 14 Tagen hatten, angefangen schon einzukürzen, ihre Blätter einzurollen. Das ist eine Schutzmaßnahme, die die hier haben, um die Wasserversorgung da ein bisschen zu regulieren. Und daraufhin haben wir jetzt gesagt, wir wässern heute. Wir sind ganz froh, dass die Feuerwehr da heute dabei ist und uns da unterstützt. Wie sind Sie an die Feuerwehr herangetreten? Über das Forstamt, über unser Vorstandsmitglied, die Frau Berendez, ist die Forstamtsleiterin und die hat den Kontakt erstellt und das ging relativ schnell. Wir haben heute Morgen angerufen und 2 Stunden später bekamen wir schon den Rückruf, dass die heute Abend hier uns unterstützen. Warum ist die Feuerwehr hier? Warum machen Sie das nicht mit eigenen Mitteln? Weil wir hier keine Mittel haben. Wir haben hier keine Wasseranschlüsse hier im Park und so viel Schlauch könnten wir gar nicht hier legen, um das alles zu schaffen. Wie groß ist die Fläche des Parks insgesamt? Der Park hat ca. 5,8 Hektar. Wie groß ist die Fläche, die heute begossen werden muss? Da sind wir vielleicht bei 1000 Quadratmetern. So, das war ein Kommunikationsproblem.